Kamera läuft. Die auslösen bitte. Die Keeper Academy ist eine Torwartschule, in der der René als Bundesliga-Torwart und ich als erfahrener Bundesliga-Torwart-Trainer unsere Expertise, unser Wissen, unsere Erfahrung weitergeben wollen an ambitionierte Torhüter. Also wir fangen jetzt in den Herbstferien, in Oktoberferien in Hamburg an und haben geplant, 2 Wochen ein Intensiv-Torwart-Trainingslager zu machen. Das heißt 2x5 Tage für Torhüter, Ronny hat schon gesagt, ambitionierte Torhüter, da einfach ein Rundumpaket anzubieten und wirklich die Torhüter wirklich zu fordern und zu fördern. Ja, wie schon gesagt, wir wollen Profitraining von Profis anbieten für ambitionierte Torhüter. Wir haben eine Philosophie entwickelt, der René und ich. Diese Philosophie beschäftigt sich also mit verschiedenen Sachen. Also Torverteidigung, Raumverteidigung und dem Spielaufbau und der Spielfortsetzung. Und in diesem Rahmen sind die Kernpunkte, die wir haben. Wir haben also ein detailliertes Technikleitbild, was wir über ein Video, was wir mit René gedreht haben, vermitteln und natürlich mit Keypoints, wo jeder Torhüter auch ganz genau theoretisch geschult wird, was in diesen Techniken wichtig ist. In Verbindung mit koordinativen Fähigkeiten, die wir dann auch schulen werden. Das sind die Kernpunkte in unserer Philosophie. Und das werden wir in verschiedenen Modulen, Tag für Tag, werden wir daran arbeiten und werden das über die Woche durchziehen. Auch da haben wir unseren Tagesablauf an einem normalen Tag eines Profitorhüters orientiert. Wenn es 2 Trainingseinheiten gibt, heißt man hat früh die erste Trainingseinheit, in der Regel geht um 10 Uhr. Diese wird auch natürlich vorbereitet. Wir werden immer versuchen natürlich, und der Ronny in seinem Part als Head of Sports, die Schwerpunkte des jeweiligen Trainings, was folgt, zu besprechen mit den Keepern, einfach einen Ausblick zu geben, was kommt jetzt. Dann wird trainiert, dann hat man ein Mittagessen zusammen und zwischen den beiden Einheiten, sprich nach dem Mittagessen, gibt es dann ein detailliertes Videostudium. Das heißt, man bespricht gewisse Verhaltensweisen, die man dann später im Training, in der Regel dann auch im zweiten Training gegen 16 Uhr, dann auch wieder einübt. Und das Gute daran ist, dass wir auch die Kids aufnehmen in ihrem Training und das dann halt auch übereinander legen können mit dem Leitbild, was wir beide entwickelt haben, wo man auf der einen Seite mich in den Übungen sieht, wie ich das mache, und das dann auch vergleichen können mit den Keepern in ihren Aktionen. Und das, glaube ich, das ist so einzigartig, dass wir dann halt direkt nach dem Training ein Feedback haben, war die Übung super ausgeführt, ist da Entwicklungspotenzial, oder was kann man noch besser machen? Und ich glaube, das ist das, was einzigartig ist. Da ist auch unser Leitbild darauf ausgelegt, dass wir halt wirklich die absoluten Schwerpunkte des Torwartspiels abdecken. Deswegen auch diese Intensive bei 5 Tagen ist dafür relativ wenig. Deswegen 2 Trainingseinheiten am Tag plus Videostudien. Das ist uns bewusst, dass das intensiv ist. Wir glauben, dass die Jungs, oder die teilnehmen wollen, auch Bock darauf haben, genau. Lust darauf haben, sowas mitzumachen. Ja. Weil das ist halt nicht alltäglich. Also zum einen stellen wir natürlich unseren Keepern eine professionelle Ausrüstung. Das heißt, die Trainingsutensilien inklusive ein paar Torwarthandschuhe meiner Firma Titan, mit denen ich ja auch ab dieser Saison in der Bundesliga spiele, werden zur Verfügung gestellt. Das heißt, das Equipment dafür ist gesorgt, und darüber hinaus bieten wir natürlich unheimlich viel komprimierten Inhalt in den 2x5 Tagen. Ja, die Kids nehmen natürlich das Wissen und das, was als Profi wichtig ist, was wir auch jeden Tag im Profi-Alltag machen, im Profi-Training, nehmen die Kids natürlich mit, sehen, wie läuft das denn überhaupt ab in der Profimannschaft. Und wir werden natürlich nicht in der Tiefe
bis zum Schluss die Inhalte füllen können, aber wir werden ein ziemlich breiten Überblick über alle Themen machen und auch durchführen. Und es wird viel Spaß machen, es wird aber auch anstrengend sein, was aber auch gut ist. Ich glaube, dass viele Kids und viele Leute, die daran teilnehmen werden, das auch wollen, weil wir sind ja dabei, wir wollen wie Profis trainieren. Also hat das auch was mit Arbeit zu tun, strengt auch an und macht aber auch Spaß. Wenn das meine Zeit zulässt, will ich das natürlich so oft wie möglich versuchen, weil mir das natürlich auch wichtig ist und ich einfach auch aus meiner Erfahrung als junger, ambitionierter Torhüter weiß, wie wichtig mir die Nähe zu meinen Vorbildern, zu Profi-Torhütern war und ja, den Kids dann auch ist. Und, aber das ist natürlich dann immer eine Sache, wie es gerade mein Bundesliga-Spielplan bzw. Trainingsplan zulässt. Aber darüber hinaus gibt es ja in der jetzigen Zeit auch viele Tools, Facebook Live, Interview etc. Und da haben wir schon geplant, dass ich mich des Öfteren, so oft es geht, in die taktischen Besprechungen, in die Videoschulungen zwischen den beiden Einheiten per Videobotschaft mit einschalte, einfach auch mit den Keepern gewisse Thematiken bespreche, Fragen beantworte, wie sehe ich das, auch mal vielleicht in eine kleine Diskussion gehe. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, diese Nähe zu den Teilnehmern dann zu haben, einfach, dass die Keeper auch sehen, da steht nicht nur der Name René Adler drunter, sondern da steckt auch relativ viel René Adler drin. Und das ist ohne Frage so, nicht nur aufgrund des Leitbilds, was ich selber abgedreht habe und mitentwickelt habe, sondern ich versuche schon, so oft es geht, einfach auch aktiv in den Sitzungen dabei zu sein, wenn es die Zeit zulässt, natürlich auch live vor Ort zu sein. Ich glaube, dass die Kids das lieben werden, in die Form, die wir vorhaben zu machen, über so einen Live-Chat, dass der René dabei ist. Also das wird schon eine ganz coole Sache. Ja, das Ganze richtet sich natürlich an alle ambitionierten Torhüterinnen und Torhüter, die richtig Bock drauf haben, sich in ihrem Torwartspiel zu verbessern. Uns ist klar, das ist komprimiert, es wird anstrengend, wird Spaß machen, aber wir sind davon überzeugt, dass wir aufgrund unseres Leitbildes einfach da schon einen Faden mit an die Hand geben können. Und wir haben richtig Bock drauf. Deswegen kommt, meldet euch an. Im Oktober geht's los. Oktoberferien, Trainingslager der Keeper Academy. Wenn ihr 11 bis 18 Jahre alt seid, könnt ihr euch anmelden unter www.keeperacademy.de. Aber Vorsicht, ohne A. Das ganze Paket, Bekleidung, Verpflegung, Training, Videomaterial, was auch immer, alles inklusive, kostet euch 389 Euro. Macht's gut.